habe ich einmal erzählt, die Story finde von den Piranhas, ne? Ich habe so von Kunden, die haben mir dann ab und zu mal so ihre übergebliebenen Fische rangeschleppt. Und da waren so das eine oder andere Mal auch mal Zebra-Barschen, also Zebra-Buntbarsche dabei. Ich weiß nicht, wie sie heute heißen. Früher hat sich da so mal Nigrofasciatum, so klein. Und die Piranhas waren so 15, 20 Zentimeter. Wie gesagt, die habe ich da als Futtertiere reingetan. Ne? Ja, scheiße war. Die Piranhas durften ans Futter, wenn der Buntbarsch satt war. So war's. Gleiche war Tilapia Mariae. Tilapia Mariae, ein bekannter Aquakulturfisch, auch ein Buntbarsch, vermehrt sich in Massen, wird auch ein bisschen größer, wächst wie die Hölle. War genau das Gleiche, ja, war das Futter da reingesetzt und scheiße, Piranhas sind da nicht dran gegangen. Ja, Piranhas, bösen Piranhas. Andere Geschichte. Ich habe damals meinen großen Laden eröffnet. Und zur Eröffnung habe ich von einem Bekannten, von einem anderen Bekannten, der hatte einen Reptilien-Großhandel, von dem habe ich einen braunen Alligator gekriegt. Der war ungefähr, ich sag mal so, 1,20 Meter groß oder 1,30 Meter. Und der war ausgewachsen. Und den haben wir frei im Laden rumlaufen lassen. Frei. Ja, der war zahm, der hat nichts getan. Aber der lag dann irgendwo unter der Aquarienanlage. Und wenn die Leute dann vorbeigegangen sind, habe ich gesagt, guck mal, was da drunter liegt. Da hast du aber manche Leute einen Satz machen sehen. Das war geil. Das war geil. Ich habe meinen Führerschein im Januar oder Februar 1978 gemacht. Das war in dem Winter, also im Winter darauf, das war der berühmte 78-79er Winter über Silvester, wo dann dieser extreme Schnee war, also noch viel schlimmer als jetzt. Und wir waren damals verabredet mit einem Freund, deren Eltern hatten im Sauerland ein Wochenendhaus. Und da waren wir über Silvester eingeladen und ja, und dann mussten wir halt, also das war die erste die Schneespur, die man sehen konnte, war meine. Ja, das war die erste in der Nacht. Und ich bin mit Sommerreifen damals losgefahren, mit Sommerreifen ins Sauerland. Und da musste ich den Berg hoch. Und ich habe es fast, hätte ich es geschafft, beinahe hätte ich es geschafft. Aber so ganz kurz vor oben, da ging es da nicht mehr. War mein alter Mercedes. Ich hatte da so ein, wie hieß der noch? Ein Strich 8 nicht. Der Vorgänger, der mit den Flügeln noch. Das war der geilste Auto, das geilste Auto der Welt. 200er Dieselautomatik. 55 Diesel PS Automatik und dann mit einem 1,7 Tonnen Schlachtschiff. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Also brauchte schon Rückenwind, um LKWs auf der Autobahn zu überholen. Aber das Ding war geil, war einfach nur geil. Fand ich zumindest damals, da in meinen 18 Jahren. Da muss ich nochmal eine Story erzählen. Freund und ich, wir hatten, oder beziehungsweise von der Schule hatten wir Bundesjugendspiele. Und zwar auf dem Sportplatz. Und wir hatten halt unseren Termin, wann wir da zu erscheinen hatten. Und der war irgendwann, weiß ich nicht, 10 Uhr oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir beide irgendwie keinen Bock da drauf. Ja, dann sind wir in den Supermarkt und haben uns irgend so eine Flasche billigen Fusel geholt. Ja, irgendwie so ein, was weiß ich da. So ein Martini oder irgend so ein Scheiß, die waren damals irgendwie in. Und dann haben wir uns diesen Martini in den Kopf gehauen und wir waren so dermaßen dicht. Und dann sind wir zur Apotheke. Oder, nee, mein Kumpel hatte zu Hause, er war so ein Hobbychemiker, ja, er hatte alles zu Hause und hatte so ein Fläschchen Salmiakgeist, ja, also purer Ammoniak.
Den hat er auch geholt und dann haben wir jedes Mal, wenn wir da irgend so eine sportliche Disziplin durchackern mussten, haben wir kurz vorher einmal am Salmiakgeist geschnüffelt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Riechzellen wir uns bei der Gelegenheit für alle Ewigkeiten kaputt geätzt haben. Keine Ahnung. Ja. Also ich weiß, dass meine Riechnerven heute, also dass es viele Leute gibt, die viel besser riechen können als ich. Also ich denke, wir haben uns da an dem einen Tag einiges an Riechzellen verhunzt. Aber halt, ne, ich weiß nicht mehr, wie alt wir da waren. 15, 16. Keine Ahnung, irgendwie so in dem Alter. Ne? Nur Scheiße gemacht haben wir zu der Zeit damals. Nur Scheiße. Naturblock, gestern haben mich die Nemos gebissen, während ich Korallen umgesetzt habe. Ja, die können das auch. Haben die Gelege gehabt wahrscheinlich. Ne? Ja, die kleinen Mistviecher. Aber nicht nur die können das. Ich habe damals auch, ich hatte keine Anemonenfische, die, doch hatte ich auch. Es waren aber, ich glaube, Glühkohlen, die ich hatte. Die waren auch separat in einem extra Becken. Und ich hatte aber auch Demoisellen, blaue Demoisellen, die regelmäßig abgeleicht haben. Ja, und das Geile ist ja, ich weiß ja nicht, ob du da Erfahrung mit hast, speziell bei den Anemonenfischen war das so, da konntest du auf 5 Minuten genau vorhersagen, wann die Jungen schlüpfen. Ja, das war so genial. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, 2 Uhr nachts war das, glaube ich. Genau, Punkt 2 Uhr nachts, innerhalb von 5 Minuten, wusch. Ein riesiger Schwarm Jungfische da, paar tausend Stück. Geil, und ich war aber immer, leider Gottes, war so gierig und habe versucht, möglichst viele aufzuziehen. Und dadurch hat das dann letztendlich nicht geklappt. Aber das war schon echt stark. Ein Bekannter von mir, auch Zoohändler damals. Ich habe ja mal die Geschichte erzählt, wo eins meiner Becken mutwillig zerstört wurde. Ne, auf Kundenwunsch extra eine Glasdecke niedriger gemacht wurde, wo ich versäumt habe, das also extra auf der Rechnung zu vermerken. Und der Zoohändler, der steckte dahinter und der hatte einen Reptilienladen. Und der hatte umgebaut und dann stand dann in der oberen Etage, stand dann so ein schwarzes Speisfass, hier so ein 90 Liter Fass. Und frei im Raum, ja, das stand da frei im Raum rum. Du konntest nicht sehen, was da drin war. Ja, und dann wollten dann auch irgendwelche Leute da drin rumfingern. Ja, und er hat das zufällig gesehen. Meinte, das würde ich nicht tun, da ist eine Schnappschildkröte drin. Und zwar, so eine war da drin, ja. So ein Vieh, so eine 30 cm Schnappschildkröte. Wenn die schnappt, dann ist der Finger weg. Und gleichzeitig, 2 Meter weiter, ein riesiges Becken, freies Becken, also wirklich groß, riesiger Wasserteil mit Glasscheibe unten und Schiebescheiben oben. Und da auf dem Rand, nicht Schiebescheiben waren offen, und auf dem Rand saßen seine Kröten. Planscht mit einem Bein im Wasser. Ja, und dann hast du geguckt, in dem Becken waren Krokodile drin. Krokodile! Und die Kröten hatten keine Angst vor den Krokodilen. Ich glaube, ich hätte meinen Kindern das nicht erlaubt. Ach, jetzt mach mal Platz. Mach Platz! Ich hab gesagt, Platz! Nicht hochkommen. Ich hab ein Leckerchen in der Hand. Komm mal hoch. Ja, da muss man sich so unterm Tisch durchzwängen, ne? Mein kleines Mädchen. Du hast es so schwer, kein Leckerchen. Ja, ohne Leckerchen musst du. Bloß mein Mikrofon stehen. Ohne Leckerchen wirst du verhungern müssen. Wo du zu Hause ja nichts zu essen kriegst. Ne? Musst zu Hause betteln. Ne? Kriegst nichts zu essen. Keine warme Unterlage, keiner liebt dich, keiner krault dich. Im dunklen Keller auf dem Steinfußboden musst du leben.
Ja, du bist so ein armer, vernachlässigter Hund. Marco, filterlos ist eine Spielart der Aquaristik. Natürlich ist es eine Spielart, die ich in den 90er Jahren in die Aquaristik eingeführt habe. Ja, auch wenn das manche nicht glauben wollen, das ist aber so. Also bevor ich in den 90ern von filterlos gesprochen habe, wofür ich also fast gesteinigt worden wäre, war noch nie vorher die Rede von filterlos. Ja? Also, wenn das einer nicht glauben will, gut, dann nicht. Aber, ne, ich meine, filterlos ist mittlerweile, ich sag mal, relativ erfolgreich. War als Spatenaquaristik, aber erfolgreich um die ganze Welt gegangen. Ja? Überall auf der Welt kennt man mittlerweile filterlos oder beziehungsweise, wie es im englischsprachigen Raum dann genannt wird, No Filter. Ja? Allerdings wird es da oft anders interpretiert, so von wegen No Filter, No Fertilizer und so weiter. Ne? Das ist natürlich nicht, gehört nicht dazu. Ja? Gerade filterlos bedeutet eigentlich, dass man sogar relativ viele mehr Nährstoffe verbraucht, weil die Pflanzen einfach besser wachsen. Ja, und dass man unter Umständen sogar noch eher düngen muss. Ne? Randerscheinung, lol. Ja, es ist definitiv eine Spatenaquaristik. Ne? Ja, ich meine, ich arbeite natürlich daran, dass das sich ein bisschen mehr etabliert. Angie, eine Frage hätte ich an dich. Wie bist du denn zur Aquaristik gekommen? Womit hast du angefangen? Ja, angefangen habe ich damit, dass mein Vater mir ein kleines Plastikbecken auf der Fensterbank eingerichtet hat. Da war ich, lass mich nicht lügen, aber das war vor der Zeit, wo ich denken konnte, okay, viele sagen, das kann noch nicht lange her sein. Aber ich sag mal, da muss ich so irgendwie so 3, 4 gewesen sein. Und wie gesagt, da in das Becken kamen dann immer seine Guppy-Babys rein und sowas. Und also wie gesagt, damit habe ich also mit Guppies angefangen. Also wirklich nur Guppies. Und zwar massig Guppies. Da waren so viele Guppies in diesem kleinen winzigen Becken. Die armen Viecher, wie ich da heute drüber nachdenke, das war überbesetzt, ja. Und da waren unten so eine hauchdünne Schicht Kies drin. Und ich lasse mich nicht lügen, also heute kommt mir das Becken groß vor, aber ich schätze mal, das wird wirklich nur so ein winziges Plastikbecken gewesen sein, von was weiß ich, 5 Liter oder so, oder unter 10 Liter auf jeden Fall. Und da war so ein kleiner Blubber-Innenfilter drin, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, so Plastikkästen, so kleine oben Gitter drauf und ein Röhrchen in der Mitte, wo dann die Luft rausblubberte. Und da wurde dann Filterwatte und Kies reingepackt. Ja, und der Kies eigentlich hauptsächlich darum, dass die Dinger nicht aufschwammen. So habe ich damals angefangen. Ja, und so bin ich dabei geblieben. Und später, wenn also ein bisschen später, also ein paar Jährchen später, da hatte ich, wir wohnten in Parterre und ganz oben unterm Dach wohnte der Ingo Koslowski. Ja, ich weiß nicht, ob der einigen von euch ein Begriff ist. Der Ingo hat damals hat ein Buch über Zwergzichliden geschrieben, also über südamerikanische Zwergzichliden. Und wir sind uns unser Leben immer wieder über den Weg gelaufen. Ich glaube, heute hat er mit Aquaristik gar nicht mehr viel zu tun. Ich meine, er ist Biologielehrer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da haben wir schon immer unsere Erfahrungen ausgetauscht, also schon so als Dropse, ja, und also schon heiße Gespräche geführt und gemalt und haben unsere Fische gemalt und war ganz toll. Ja, also und so über diesen Weg sind die Fische bei mir geblieben, ne? Also jetzt alleine nur dieses Plastikbecken auf der Fensterbank ohne diese Randgeschichte. Mit dem Ingo wäre wahrscheinlich nicht dazu geworden, was es heute geworden ist. Also ist schon interessant, wie es denn so in meinem Leben kommt.